Moin Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar werden wir heute Kai sein Auto waschen. Juhu! Juhu! Kai hat den schönen Caddy, er ist ein bisschen schmutzig, das ist für uns perfekt, weil dadurch können wir unsere Reinigungsprodukte einmal richtig testen und ich kann euch einmal die Waschroutine zeigen und nicht nur ein Produkt in jede Anwendung. Wir haben hier eine kleine Konstellation, links alles was für Felgen ist, wir haben die Felgen schon gewaschen, werden aber nochmal kurz einmal darauf eingehen, Tire Cleaner sowie Purple Re-Cleaner, Rim Brush Staub und Normal Brush Staub, dann haben wir hier die Wash Dope, das heißt Waschhandschuh, hier ist schon Hybrid Keramik Shampoo drin, 30 ml auf einen kompletten Wascheimer, hier haben wir jetzt Flipflop Snowform zur Vorwäsche, was wir auch benutzen werden. Für den Schaumsprüher mit der neuen Gloria Akku-Kompressor. Dann haben wir Fast Bug Remover für teilweise Insektenreste im Frontbereich, was jetzt die Dings angeht. Es ist noch Frühling, da wird noch nicht so viel Insekten sein. Benutzen wir trotzdem mit. Pre-Wash Spray für die unteren Verunreinigungen, wo Salz, Schlamm und der generell grobe Schmutz ist, damit wir die nicht in der Hauptwäsche mit reinhauen und das halbe Keramik-Shampoo dann eben für die Vorwäsche. Damit geht's jetzt los. Wir verwenden hierbei die Ein-Eimer-Waschmethode. Es gibt auch Zwei-Eimer-Waschmethode, darauf werden wir in einem anderen Video nochmal deutlicher eingehen. Es ist die schnelle Waschmethode, so möchte ich sie einfach mal nennen. Als erstes benutzen wir das Pre-Wash-Spray, das wir besonders im unteren Bereich einsprühen. Bitte nicht zu viel einsprühen, damit wir nicht zu viel verbrauchen. Es ist wirklich nur für grobe Verschmutzung, das heißt nach beiden Radläufen und im hinteren Bereich. Der Rest hat nicht so starke Verschmutzung. Oh ja, die ist dreckig. Ei, 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 ei. Mit Pre-Wash Spray eingesprüht. Jetzt werden wir Fast Bug Remover im Frontbereich auch einsprühen. Bitte merkt euch nochmal, man sprüht das auf so gesehen trockene Oberflächen. Bitte nicht nass machen und dann drauf sprühen, weil das Problem ist, dadurch verdünnen wir das nochmal extra. Hier haben wir schon unseren neuen Sprühkopf, den es später auch in Transparent geben wird. Wir sprühen die hier, weil schön satt ein, es bleibt relativ gut drauf. Fast Bug Remover ist ein Insektenentferner, der so gesehen das Chitin, Chitinpanzer von Insekten und Eiweißreste besser auflöst als vielleicht alle anderen Reiniger. Aufgetragen habe ich diesen jetzt im Frontbereich, wo auch wirklich Insekten sein können, in beiden Spiegeln und meistens oben. Auf der Motorhaube bringt das nicht so viel. Jetzt warten wir kurz 2 Minuten ab und spülen einmal sauber ab und gehen dann mit dem Flipflop Snowform hinterher. Komm, wir wenden das mit an. Scheißegal. Okay. Wir haben es ja schon. Also, Felgenreiniger macht man auch am besten zusätzlich mit der Vorwäsche dabei. Schön sauber einsprühen. Den Tire Cleaner einfach mit draufhämmern. Das gleiche bei jeder Felge. Wir haben jetzt alle Felgen und Reifen appliziert, warten jetzt auch noch mal kurz ab und spülen dann schön sauber ab. Kann schon ganz gut aussehen, wenn er nass ist. Jetzt geht es aber mit dem Snowform Shampoo weiter, weil jetzt wollen wir noch mal kurz den oberflächlichen Schmutz kurz anlösen. Dann geht es auch schon weiter mit der Hauptwäsche. Einschauen werden wir das mit unserem Flipflop Snowform im Mischungsverhältnis 30 ml auf 1 Liter. Ich werde das mit dem Akkukompressor von Gloria machen und der FM30, die dafür passend ist, kommt auch erst in 2 Wochen raus. Für die Akkus gibt es extra mal eine Silikonhaube, damit da kein Wasser reingeht. Ist auch relativ wasserdicht und jetzt geht's los mit dem Einschauen. We'll be right back.
Jetzt haben wir die gesamte Oberfläche mit Sauerstoff eingefüllt. Jetzt kurz, ich würde sagen, 2-3 Minuten. Bei unserem letzten Test war der Schaum ein bisschen stärker. Ich weiß nicht, ob wir einen Mischungsfehler hatten oder ob das an anderen Verhältnissen liegt. Vielleicht auch, weil wir vorher schon ein bisschen mit Wasser vorgewaschen haben. Aber ich persönlich finde es auch besser, wenn es nicht so wie Rasierschaum ist, also ich persönlich, sondern wenn es eher so ein normaler Schaumteppich ist, weil dann finde ich persönlich, wirkt der besser. Wir sehen jetzt besonders im hinteren Bereich, es sind eben noch diese, es sind eben keine starken Verschmutzungen mehr drauf. Ihr könnt das nochmal so sehen, wenn ich hier mit der Hand rüber gehe, ich gehe nochmal richtig mit der Hand rüber. Ja, wir sind ohne Schwamm, ohne irgendwas rübergegangen, sondern das Snowform Shampoo löst so gesehen die größere Oberfläche an. Wir spülen es einfach nur ab, fertig ist die Laube. Jetzt geht es mit der Hauptwäsche weiter. Ich denke, man kann den Ab-Effekt deutlich erkennen und auch den Glanz, die die Oberfläche jetzt ist, beziehungsweise auch die Glätte, die da dazu herrscht. Wir filmen mal auf die Motorhaube, weil da kann man am besten den Ab-Effekt sehen. Das ist eben nur mit dem Shampoo aufgetragen und fertig ist die Laube. Könnt ihr eben auch noch mal selber sehen, wie viel Wasser von der Oberfläche weggeht. Und das ist nur ein Shampoo. Weder eine Versiegelung noch ein Wachs, das wir aufgetragen haben, noch irgendetwas anderes. Ich denke, das ist ein großer Vorteil, weil wir Vorwäsche mit Hauptwäsche sinnvoll miteinander verbinden. Sondern wir haben am Ende eben eine versiegelte Lackoberfläche, die auch für die nächste Wäsche wieder hält. Die Haltbarkeit liegt so circa bei einem Monat, würde ich schätzen. Bei mir jetzt ein bisschen länger gehalten, ich fahre aber auch weniger. Jetzt können wir das Fahrzeug abtrocknen, haben nicht mehr viel Wasser auf der Fläche und das ist natürlich auch wieder ein großer Vorteil. Das war unser kleines Schnellwaschvideo, so möchte ich es einfach mal nennen. In einem anderen Video, später im Sommer, Frühling, werden wir auf ein Zweieimer-System eingehen, wo die Vorteile, Nachteile und so weiter sind. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Wir haben wieder Glanz, Glätte und Sauberkeit der Oberfläche. Man merkt die Glätte, man sieht das Abheilverhalten. Genau das ist, was wir wollen und zwar auf die schnelle Art und Weise, jetzt in Form eines Shampoos. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu der Wäsche, zu allen anderen Dopeiros-Produkten oder vielen anderen Sachen habt, schreibt uns natürlich gerne. Ansonsten subscribe, liken, teilen. Euer Florian. Ciao.